Wenige Tage vor Weihnachten hier eine weitere Games Night. Passend weihnachtlich spielen wir heute Jazz Jackrabbit Holiday Hair aus dem Jahr 1995. Eine Erweiterung des Original Jazz Jackrabbit Spiels, die eben ganz hier im Weihnachtsdesign ist. Genau wie wir. So ist es ja. Und das spielen wir heute Abend. Ein paar schöne weihnachtliche Stages und ein paar Tage vor Weihnachten kann man das doch mal machen. Alles sehr weihnachtlich hier. Du kennst das Spiel noch nicht, oder? Kein bisschen. Ja, wird sogar hier vollgeschneit von den kleinen weißen Pixeln. Ja, sehr schön, oder? Ja. Ein altes DOS-Spiel aus den frühen 90er Jahren, wo ich das, glaube ich, auch dann als Kind das erste Mal gespielt habe. Original auf einem echten DOS-Computer. Okay, mit Alt springst du. Blaster. Du kannst mit Steuerung kannst du deine Waffen wechseln. Jetzt hast du erstmal nur den Blaster zu Beginn. Mit der Leertaste schießt du. Und sonst mit den Pfeiltasten bewegst du dich. Und das ist eigentlich im Grunde genommen schon alles. Okay. Du läufst hier herum. Das ist ein ziemlich schnelles Spiel. Oh ja, man sieht ein ordentliches Tempo vorgelegt hast. Hier Munition. Jetzt hast du hier eine andere Waffe. Ups. Launcher. Aber der Blaster ist das Einzige, was du hier ohne Munitionsverbrauch schießen kannst. Ah, okay. Ja. Oh, hier liegen so ein paar Oreo-Kekse rum. Die irgendwelche Ratten, die da Die Gegner sind jetzt irgendwelche Ratten und Schildkröten und sowas. Worum geht's denn in dem Hauptspiel? Im Hauptspiel geht's, glaube ich, nur darum, dass die Freundin von Jazz Jackrabbit, deren Name mir jetzt gerade nicht geläufig ist, von irgendeinem bösen Schildkröten-Herrscher entführt wurde. So ähnlich wie halt Prinzessin Peach immer von Bowser entführt wird. Und Jazz Jackrabbit zieht dann halt hier los mit seiner Bewaffnung. Hier gibt's Flammenwerfer oder sowas. Die muss man, glaube ich, abschießen, um die einzusammeln. Genau. Jetzt habe ich hier Toaster, heißen die. 45 Schuss. Doin. Okay. Ah, ja. Und hier gibt es halt auch viele so versteckte so Areale, wo du dich dann hier so irgendwo so durchwinden musst und so ein bisschen den Weg hier ertasten musst, wo es hier wieder rausgeht. Ah, wo bin ich? Da. Und hinterher siehst du dann halt auch, ich meine, das Spiel ist sehr schnell, aber du musst jetzt trotzdem nicht dann hier so schnell dann am Ende durchrennen bis zum Ziel, weil es halt wirklich auch einiges zu entdecken gibt. Hm, oh ja, tatsächlich. So, wie man ihn wieder hochkommt. Ah, hier. Bam. Ich mal diesen Vogel mit. Genau, der folgt mir jetzt und ich glaube, immer wenn ich einen Schuss abgebe, dann gibt er auch einen Schuss ab auf meine Gegner. Da gibt es halt unheimlich viel einzusammeln und hinterher siehst du dann auch so eine Statistik, was du alles eingesammelt hast, so und so viel Prozent an Gegnern ausgeschaltet, so und so viel Prozent an Sachen eingesammelt. Also du kannst also theoretisch hier ziemlich schnell durchrennen zum Ziel, aber du kannst natürlich auch hier alles Mögliche einsammeln unterwegs. Das ist, glaube ich, ein Zwischenspeicher hier, genau. Ah, okay. Also der Vogel, der schießt schon. Sobald er, glaube ich, schon Feinde hier irgendwo ortet, fängt er schon an, hier zu schießen. Da muss ich gar nichts machen. Juhu! Was war das da oben? Sprungstiefel. Kann ich dann noch höher springen? Juhu! Da gibt es Möhren. Möhren sind, glaube ich, dann Energie. Oh, Epic Mega Games steht drauf auf den Schokoladenriegeln. Epic Mega Games, das ist der Spieleentwickler hier. Ja. Boing. Hier ist bestimmt was Verstecktes. Ja. Oh. Das ist ein Leben, bestimmt. Das ist nämlich das Ziel dann hier. Wenn ich das dann zerschieße, ist es dann praktisch vorbei. Das Schild oder was? Genau. Muss praktisch von dem bösen Schildkrötenschild hier, das ist, glaube ich, das ist dieser böse Schildkröten-Cooper oder Bowser-Ersatz. Und wenn ich dieses Schild praktisch zerstöre und das zu einem Jazz-Jackrabbit-Schild mache, dann habe ich diese Stage beendet. Aber jetzt komme ich hier scheinbar gar nicht groß weiter. Doch, der Ego schon mal irgendwo rein. Genau. Sollen ein bisschen die Zeit im Auge haben, Gott sei Dank, eine Minute und zehn Sekunden, aber dann muss ich das ist auf einmal. Ja, ja, ich muss gucken, dass ich mich jetzt nicht wieder zu weit hier von dem Ziel wegbewege. Boah, gibt's auch so viel zu einzusammeln, zu zerstören und zerschießen. Ja, ja. Oh, was ist das hier? Ah, das ist ein Schutzschild. Boah, jetzt bin ich wieder in so einem versteckten Areal hier. Deswegen muss ich ja schon ranhalten am Ende. Jetzt muss ich mal langsam wieder zum Ziel zurückfinden. Hier war es, glaube ich, genau. Gut. Ah ja, 20 Sekunden. Zack. Boing. Siehst du, das hier hat Enemies 71%. Okay. 74%. Oh, das ist doch gerade ein Klotz zerschießen lassen. Dann lässt sich der auch noch zerschießen. Da kann man bestimmt hier irgendwo reingehen. Ja, haha. Ach, guck mal. Okay, sehr schön. Wuhu!
Boah. Das erinnert schon so ein bisschen an die Sonic-Spiele, so mit dem unglaublichen Geschwindigkeit. Hm. Nicht so gemütlich wie Super Mario oder so. Nee, ist schon, hat schon ein gutes Tempo, ne? So ein Tempo lädt natürlich dann immer doch dazu ein, dann hier ordentlich Gas zu geben und durchzurennen. Hm. Und dann geht er am Ende auch so viel links und rechts. Du musst eigentlich die ganze Zeit feuernd laufen. Ja, eigentlich, man kann es eigentlich leisten. Ja. Eigentlich kann man sich das leisten. Das ist Möhren, das ist Energie, nicht wahr? Ja. Ja. Yeah. Hat doch viel mehr Spaß, feuern. Oder, oh, das ist schon das Ende der Stage. Oh. Ah, hab ich zu früh, aber 100% alle Enemies ausgeschaltet. Oh ja. Ja, perfekt hier. Bam, 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 bam. 75% nur der Items, naja. Guck mal, aus Lego-Stein. Oh ja, die kann sind doch kleine Lego-Männchen da oben. Darum heißt es auch Blocks. Wie ist der Kapitän Bloxonia oder so? Ja. Die Kopfhörer geschossen. Oh, ein Duracell-Hase, oder? So ja. Ähnlich. Die, ah! Ja, siehst du zu Asche zerfallen. Oh, schaut doch noch ein bisschen was. Ja, nicht genug. Die nehmen dir doch einiges ab dann. Das so, hohe das Tempo lädt hier dann zum Rasen ein, ja. Und die Waffen sind dann auch alle weg, die du jetzt hattest. Siehst du, das ist nur das, was du jetzt einsammelst. Schießen! Vorsicht, dass wir diese böse verdammt. Puppe da, wie heißt denn diese Puppe? Die hat auch so einen speziellen Namen. Weiß ich jetzt auch gerade nicht. Jetzt könnten wieder ein paar Dings. Pass auf deine Energie auf! Das ist ja ein Spiel aus einer Zeit, wo man alles mit der Tastatur und Tastaturbefehlen eben gesteuert hat. Ich kenne ja auch noch Warcraft und so weiter, so Spiele. Für mich wahrscheinlich eines der allerersten PC-Spiele, die ich ja überhaupt damals gespielt habe. Neben Duke Nukem, glaube ich. Die ersten Duke Nukem-Spiele waren noch nicht solche blutigen 3D-Spiele, sondern die waren, haben eher mehr Jump'n'Run-Charakter gehabt. Deswegen habe ich die damals auch spielen können, sage ich mal. Wahrscheinlich waren die für die, war die Zeit damals auch schon relativ... blutig waren die, glaube ich, jetzt irgendwie nicht oder brutal. Nee, du bist, glaube ich, mit so einer Phaser-Knarre rumgelaufen und hast immer irgendwelche Aliens erschossen oder so. Ja, ja, genau. Aber das habe ich damals dann auch gespielt, neben Jazz Jackrabbit und was war noch so eins meiner ersten PC-Spiele? Prince of Persia. Da ist auch ein Vogel da oben, der könnte dir helfen. Oh Gott. Jetzt musst du nicht mehr schießen, das macht jetzt der Vogel für dich. Und energiemäßig bist du gut aufgestellt. Ah, nee, das ist dann Unverwundbarkeit, oder? Das ist wohl Unverwundbarkeit. Da habe ich mich nämlich vorhin auch gefragt, was das ist. Aber jetzt haben wir es gesehen, ja. Jetzt haben wir es gesehen, ja. Die Füllerspitzen haben dir keinen Schaden zugefügt. Also, dass ich diese Jazz Jackrabbit-Spiele gespielt habe, ist so lange her. Das ist so lange her, also da gab es noch DOS-Computer. Genau! Oh je. Du hast ja den Zwischenspeicher, guckst du jetzt direkt an. Deswegen, also dieses Spiel habe ich auch schon seit über 20 Jahren oder seit 20 Jahren nicht mehr gespielt. Wie so viele Spiele hier bei uns. Viele Sachen. Aber es gibt, es gibt so einige Sachen, bei diesen älteren Spielen ist es dann ja auch wirklich dann irgendwann so gewesen. Das letzte Spiel, wo es glaube ich so der Fall gewesen ist, war Serious Sam, was wir hier gespielt haben. Wo dann halt irgendwann auch die PC-Technik das nicht mehr mitgemacht hat, dass du dieses Spiel nochmal irgendwo zum Laufen gebracht hast. Oder Dark Project, genau. Aber heutzutage gibt es ja hier, wie gesagt, dieses Spiel ist jetzt hier von Good Old Games, hast du ja zum Glück dann die Möglichkeiten, diese Spiele dann nochmal irgendwo dann angepasst, dann wieder spielen zu können. Ah, scheiße. Aber in der Zeit, wo es halt aktuell war und wo man es halt gespielt hat, da hat man es dann halt schon ausgiebig gespielt. Auf jeden Fall. Ah. Zeit ist das, okay. Oder? Ja, ich habe jetzt wieder nicht drauf geachtet, was passiert. Ich habe versucht zu erkennen, was das darstellen soll. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, was es bewirkt hat. So, da ist nochmal so ein Ding. Erstmal gucken, wie das aussieht. Ja, das ist Dynamit, aber das ist Zeit. Ich gucke jetzt mal auf die Zeit, ob sich was tut. Nee, doch nicht. Ist nichts passiert. Oder ist das eine Waffe vielleicht? Wenn du durch das Waffenmenü scrollst, kommt das da irgendwann nochmal? Nee, ne? Da, ja doch, TNT. Hast du 6 Stück, kannst du dann vielleicht irgendwo platzieren und... Oh. Ach, damit kannst du wahrscheinlich alles auf dem Bildschirm dann... alles vernichten, was auf dem Bildschirm ist. Okay. Das ist wie bei Contra, diese Rakete, die man immer aus Versehen einsetzt. Ja, genau. Oh, guck mal, was jetzt ab? Okay, was ist denn das? Naja. Das hat da diese Figur drauf gesessen. Ich fliege aber in die falsche Richtung, die Pfeile zeigen da lang. Miau! Ich habe gar nicht richtig auf die Pfeile da geachtet. Ich habe es als 2 gesehen, aber. Kann ich jetzt mal hier hochfliegen? Ha, zermöhren. Yeah, super geil. Boing. Oh, jetzt habe ich wieder ein Schildteil verloren. Ne? Oh, ein Leben. Juhu. Ah, 55% nur der Gegner und nur 64%
Na gut. So, diese komische Annabelle-Puppe da. Ah. Gruselig. Ich glaube, auf diesen Puppen basiert auch diese Annabelle-Horrorfilme da. Okay. Da gibt es diese Mörder-Puppen oder Penny Puppet. Penny Puppet. Keine Ahnung. Penny Murderer Puppet. Penny Peppermint. Ja. Peppermint Patty ist Peppermint. Bei Charlie Peanuts. Brown, genau. Ist die so, die so ein bisschen schmuddelig ist mit diesem grünen T-Shirt. Glaube ich. Oh, ja, guck mal, hier geht's durch. Ah, jetzt hast du einen Verunfallkart. Rapid Fire. Ah, Rapid Fire, dann kann ich gedrückt halten und wenn ich das alles einsammle. Ja. Aha. Hase. Sieht ja irrsinnig aus. Oder waren das keine Mäuse, sondern Hase, die da so rumgesprungen sind vielleicht? Puh, ja, Sah aber eher aus wie große rote Mäuse oder so. Eigentlich schon. Ah, nee, das ist noch welche. Au. Das sind da kleine Lego-Männchen drin in dem oder? Flugzeug. Sieht fast so aus. Oh, scheiße. Irgendeiner muss ja fliegen. Oh, scheiß Lego-Männchen. Zu Weihnachtszeit haben wir nur so Spiele gespielt, die total frustrierend sind, wo man kaum vorankommt. Erst Kevin allein zu Hause. Wohl, bei Kevin allein zu Hause haben wir es ja fast bis. Da waren wir es ja bis zum finalen Boss. Endgegner. Ach, ich wollte mich doch mal schlau machen, was man machen muss, um am Ende diese blöde Spinne da zu besiegen. Denn war eine Spinne oder eine Ratte, eine große? Und es war eine Spinne, oder? Nee, es war eine Ratte. Ratte, stimmt. Ja. Spinne war eine Stage vorher. Ja. Das Spinne war, glaube ich, der erste Endgegner. Und zum Schluss war es diese Ratte, die in dem Kellerloch war, wo wir noch einen einzigen Versuch hatten. Genau. Und dann gab es da keinen Klotz mehr von der Wand, den man irgendwie auf die Ratte hätte schleudern können. Und draufspringen hat auch nichts gebracht. Da wollte ich doch eigentlich noch mal gucken, was man da machen muss, um die Ratte letzten Endes zu bezwingen. Werde ich noch in Erfahrung bringen. Und nächstes Jahr zu Weihnachten schaffen wir es das dann, durchzuspielen. Ah! Glaubst du es denn? Das ist doch wohl nicht wahr! Verdammter Scheiß da! Sieht so ein bisschen aus wie der Grinch, der Hase, weil er so grün ist alles, ne? Sie erinnert mich, es gibt ja so viele, überhaupt so viele grüne Hasen. Ich weiß nicht, was mit den grünen Hasen auf sich hat. Echt? Ja. Wie heißt er auf dem Nintendo Entertainment System, der grüne Hase, der so ähnlich aussieht? Es fällt mir natürlich partout der Name nicht ein von dem Spiel. Ah, das ist Ende. Das Ende der Stage. Mit dem letzten Energiepunkt schnell noch das Ende der Stage mitgenommen. Gott sei Dank. Wow, meine Güte. Don't miss the continuing adventures of Jazz and call this number to check it out. Müssen wir heute mal da anrufen hier mal schauen, wer uns da jetzt Informationen mitteilt über dieses neue Jazz Jackrabbit Spiel, was hoffentlich bald kommen wird. Na, also hier, beide Stages geschafft, es gab jetzt keinen großen Endinger. Wir haben jetzt die Christmas Edition 1995 von Jazz Jackrabbit durchgespielt hier. Wahnsinn. Dann gucken wir uns auch nochmal die andere Christmas Stage an, die es noch gab. Da kommt jetzt sogar noch eine kleine Sequenz hier, wie diesen Planeten jetzt wie bei Star Fox. Now approaching holidays. Get ready. Siehst du, das ist ein bisschen anderes, genau. Oh, bam, ist der erste böse Hund angelaufen. Genau, also Bucky O'Hare, das ist auch noch ein grüner Jump'n'Run-Game-Hase, den es gibt. Auf dem Nintendo Entertainment System. 92 ist das erschienen. Jazz Jackrabbit 93, 94, also fast so zur gleichen Zeit. Und ein anderer prominenter grüner Hase, den es ja auch noch gibt, ist aus Star Wars. Jackson, der grüne Hase aus den frühen Star Wars Comics aus dem Ende der 70er Jahre. Also irgendwas hat es mit grünen Hasen irgendwie auf sich, dass die dann doch so prominent, dass es so viele prominente grüne Hasen gibt. Ja. Noch hast du ja keine Bonus. Oh, da war eben eine Schildkröte auf Skiern oder auf Schlittschuhen oder was. Schon erledigt. War schon erschossen. Ja, hier hast du jetzt die Schildkröten, nämlich diese auch, die du auch im Hauptspiel als Gegner hast. Ah. Ja, brauchst du gerade gar nicht. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise nicht. Oh, ein Fernseher eingesammelt. Ah, nee, das ist Schutzschild. Ein Schutzschild, genau. Das heißt, du hast jetzt zwei Treffer frei, dann ist der weg. Jetzt ist er weg. Boah, diese riesigen blauen Hunde. Ah, zu geifern gemacht. Das ist Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Jetzt haben wir schon Little Drummer Boy. Jetzt haben wir fast alle Weihnachtslieder schon durch hier, die es so gibt. Oh, Schutzschild und ein Vogel. Na also. Der wird nicht angehalten. Gleich dem ersten Hund angesprungen, war alles weg. Aber das Schöne ist, dass die Gegner auch nicht wiederkommen bei so einem Spiel hier, weil du hast ja dann am Ende eine gewisse Prozentzahl an Gegnern, die du ja ausschalten kannst. Das heißt, jeder Gegner, der weg ist, ist dann auch wirklich weg.
Das ist natürlich eine schöne Sache. Weil wenn ich spiele, bin ich halt am Ende immer gerne froh, wenn dann da steht 100% Gegner ausgeschaltet, 100% Gegenstände eingesammelt, 100% dies und jenes erreicht. Wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich habe alles ausgeschaltet und alles erledigt, was es hier so gibt. Alles wie gesehen. Zum Beispiel bei Dark Project, wenn du jeden Schatz hast und jeden was das Rot Typen. Hier? Energie vielleicht? Ah, links und Verwundbarkeit. Ah. Da gibt es hier keine Pfeile. Ah, guck mal, da ist es doch schon. Bam. Ah, da kann ich mich auch noch an erinnern. Wahnsinn. Das ist ein bisschen kontramäßig. Einfach langlaufen, glaube ich. Du musst einfach auf diesen Pfeilen und dann beschleunigst du, glaube ich. Und musst die ganzen Dinger einsammeln, die du unterwegs hier hast. Oder auch Feinde oder? Nee, es ist ein Bonus, eine Bonus-Stage. Du musst 35 diese 35 Dinger einsammeln, einfach nur so schnell. Durchlaufen eben auf dieser Route. Alle oder irgendwelche? Alle. 35 Stück sind auf der Straße. Du musst alle einsammeln in anderthalb Minuten. Das hast du wahrscheinlich, dass du dieses rote Ding eingesammelt hast. Meinst du? Das war doch so ein roter Kristall. Ja. Vielleicht ist das das Ergebnis des meines Sammelns. Genau. Gibt auch keine Karte. Nee. So über Zeit. Sehr gut. Ah, eine Minute. Oh, okay. Sehr schlecht. Gut. Juhu! Extra Leben, vielleicht geht's ja jetzt weiter. Kann sein, dass jetzt noch ein Welt 1-2 kommt oder so. Holidays Level 2, ja. Also ich glaube, diese Winterstages hier, die gefallen mir jetzt besser als die komische Lego-Stadt da und ja. Das stimmt allerdings. Das mit den komischen Tanzmäusen da in dem anderen Holiday. Echt? Ja, das hat jetzt irgendwie mit den verschneiten Bäumen, den Zuckerstangen, das hat jetzt irgendwie ein bisschen mehr Weihnachtsstimmung, finde ich. Noch diese Schildkröten auf Schlittschuhen, das passt irgendwie. Zu Weihnachten. Ja, finde ich irgendwie netter. Ist irgendwie winterlicher, weihnachtlicher. Das sind jetzt eher besinnlichere Stages, wo du eben auf weiße Affen mit deinen Raketen schießt. Keine Ahnung, wie. Sieht aus wie so ein Wachsmalstift, was er in der Hand hält. Ja, das stimmt, ja. Wer ist ja irgend sowas? Ein Crayon. Wie man Raketen schießen kann. Den in den Popo schießen, den ganzen Affen. Ah, guck mal hier. Yeah. 29%, 19% Items. Aber bis zum Ende überlebt. Ja, das ist ja schon viel wert. Guck mal, es gibt sogar ein Level 3 bei Holidays. Auch mal jetzt mit schön mit geschmückten Christbaum hier. Und Teufel oder was? Was ist das? Teufel? Ein Teufel. Ja, ja. Also das ist doch eine sehr schöne, also eine optisch sehr schöne Weihnachtsstage. Jetzt wird es mal so richtig weihnachtlich. Hier ist noch richtige Weihnachtsmusik dazu und dann noch die fliegenden Teufel. Was will man mehr? Oh, John verbrennt zur Asche. Oh, ist ein Schutzschild. Wenn du es bis dahin noch schaffst. Den habe ich. Oh, da ist den Teufel noch. Ah, ich kann es durchschießen. Ah, sehr gut. Da kannst du doch in den Teufel reinspringen. Ja, wunderbar. Hätte ich eh gemacht. Oh. Viel Munition. Ah, guck mal hier. Yeah! 86% und 87, guck mal hier. Nicht schlecht hier. Und das war auch dieses Weihnachtsspecial von Jazz Jackrabbit. Haben wir beide Holiday Hair Specials jetzt hier vollendet. Vollendet. Ja, ich fand jetzt auch das Level-Design jetzt hier von dem, das war jetzt das erste, was wir als zweites gespielt haben, aber das fand ich jetzt besser als bei dem anderen mit dem Lego und das auf jeden Fall, den Mäusen da. Das war jetzt ein bisschen weihnachtlicher, ein bisschen schöner. Ja. Sehr schön, da kann Weihnachten ja jetzt kommen. Auf jeden Fall, ja. Da kann man eigentlich nur perfekt eingestimmt sein mit so einem Spiel, oder? Genau.